Einen wunderschönen guten Tag, ich bin der Jens und heute geht es in der Kategorie Ernährung um das Thema Intervallfasten oder Intermittent Fasting oder Intervalldiät. Und welche Vor- oder Nachteile und Nachteile das Ganze hat, erfahrt ihr gleich. Also, vorneweg erstmal schöne Grüße in den Norden, ab nach Hamburg, Cuxhaven oder Kaltenkirchen und Co., wo ihr auch immer euch befindet im Norden von Deutschland. Schöne Grüße an dieser Stelle und danke für euren Support. Heute geht es rund ums Thema Intervallfasten, Intervalldiät und das ist natürlich aufbauend auf die anderen beiden Folgen. Das heißt, optimalerweise versteht ihr diese, wenn ihr die Folgen davor schaut. Denn hier auf der Achse, um das Ganze mal ein bisschen bildlicher darzustellen, was überhaupt eine Intervalldiät, habe ich mich mal mit dem Kohlenhydratspeicher beschäftigt und was das genau ist, erfährst du in der Folge davor. Und hier unten auf der Achse ist die Uhrzeit angezeichnet, um das Ganze mal ein bisschen verständlicher zu machen, warum eine Intervalldiät oder das Intervallfasten so gut ist, um Körperfett zu verlieren, auch ohne Sport und ohne Verzicht auf gewisse Nahrungsmittel, Schokolade oder Süßes. Könnt ihr alles essen, solange ihr in der Energiebilanz bleibt. Das heißt, dass ihr immer noch mehr verbraucht, als ihr zu euch nehmt oder es versucht gleich zu halten. Dann ist alles schick, dann braucht ihr auf nichts verzichten. Vorneweg, das Ganze ist bloß ganz einfach dargestellt. Das heißt, diese Kurven sehen anders aus in der Realität. Bei jedem Menschen ein bisschen anders, aber es ist nur eine ganz einfache Darstellung, um das ganze Thema ein bisschen zu erläutern. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr unseren Kanal nicht nur abonniert oder auch die Glocke aktiviert, sondern viel wichtiger wäre für mich als Feedback, wenn du 5 Minuten Zeit hast oder auch nur 10 Sekunden, lass einen Kommentar da, ob das ganze Thema vielleicht zu komplex für euch ist oder ob es noch ein bisschen intensiver sein darf oder wie auch immer, damit ich weiß, ob wir mit dem, was wir machen, in der richtigen Richtung sind oder nicht oder wie auch immer. Schreib mir deine Meinung, wenn du kannst. Und wenn es gut ist oder reicht aus oder was auch immer, würde mir vollkommen reichen. Und wenn du gerne Lust hast, einen längeren Text zu schreiben oder deine Erfahrungen zu teilen zu dieser Diät oder sonstiges, mach's einfach. Wir würden uns freuen. Fangen wir an. Also, wie gesagt, Kohlenhydratspeicher und Uhrzeit. In dem Fall habe ich mir 24 Stunden genommen. Ich fange aber ab 20 Uhr an, weil es halt ganz interessant wird, ab 20 Uhr. Intervallfasten heißt, also Intermittent Fasten heißt eigentlich Wechseldiät oder Wechselfasten. Aber wir haben jetzt Intervallfasten, weil das der gängige Begriff ist. Warum Intervall? Weil wir essen nicht so wie sonst immer, dass wir halt zum Beispiel aufstehen, zwischendurch einen kleinen Snack nehmen, Mittagessen, wieder einen Snack nehmen, Kaffee, Snack, Abendbrot, Snack, fertig. Es geht darum, bei dieser Form von Diät den Kohlenhydratspeicher leer zu machen, dass der Körper dann auf die Fett- und Proteinspeicher zugreifen muss. Das passiert automatisch, sobald der leer ist. In der vorigen Folge habe ich auch erwähnt, dass dieser eine Halbwertszeit von ungefähr 8 Stunden hat und deswegen kann ich das Ganze so ein bisschen anzeichnen. Natürlich dauert das auch ein bisschen, bis man den gegessen hat, bis der voll ist, aber um es mal einfach darzustellen, dieses Bild hier. Wir gehen davon aus, dass ihr ab 12 Uhr bis 20 Uhr eine Periode habt, wo ihr essen dürft, bei dieser Form von Diät. Das ist so angelegt, man versucht so lange wie möglich zu ruhen, um den Kohlenhydratspeicher leer zu machen und dann nimmt man sich ein Zeitfenster, in dem man essen darf, um ihn wieder zu füllen. Füllt ihr ihn natürlich über 100%, wird die überschüssige Energie, das ist mal hier dargestellt, gespeichert im Körper in Form von Fett oder Eiweiß, deswegen solltet ihr darauf achten, dass ihr nicht zu sehr füllt, wenn ihr dann esst. Also esst einfach normal und das Ganze braucht natürlich auch ein bisschen Zeit. Das funktioniert nicht von heute auf morgen, sondern gebt den ganzen mal 4 Wochen Zeit, haltet euch daran, stellt euch auf die Waage und die Version, ihr werdet leichter und ihr verliert kein Wasser, sondern ihr verliert wirklich Fett. So, wie funktioniert das Ganze? Also, wir nehmen an, ihr habt ein Zeitfenster, dass ihr zwischen 12 und 20 Uhr essen könnt. Wichtig dabei ist es, davor keine Energie zu sich zu nehmen. Das heißt, jede Form von Kohlenhydrate wäre tabu. Das heißt, Zucker, selbst im Kaffee morgens, wäre schlecht, weil dann hier vorne keine Fettverbrennung stattfinden kann, weil der Körper die Energie sofort nutzen würde. Also, wir gehen mal davon aus, dass ihr zwischen 12 und 20 Uhr euer Zeitfenster habt zum Essen. Das heißt, dann sind um 20 Uhr die Kohlenhydratspeicher voll. Circa.
Über Nacht, wenn ihr schlaft, wird diese Energie genommen, um euren Körper zu versorgen, um halt die ganze Energie bereitzustellen für die Organe und zur Lebenserhaltung eures Körpers, zur Wärmeproduktion und. Das heißt, diese Energie oder dieser Energiespeicher wird immer leerer und wäre dann so zwischen 4 plus minus eine Stunde, wäre er dann leer. Und dann, weil er hier keine Energie mehr hat, muss er auf die Proteine oder Fette zurückgreifen, die im Körper sind. Und das ist hier mal rot dargestellt. So, das heißt, ab 4 Uhr werden die Speicher leer und dann bis 12 Uhr verbrennt der Körper wirklich Fette und Proteine. Aber wahrscheinlich mehr Fette, wenn ihr euch langsam moderat bewegt. Ab 12 Uhr könnt ihr wieder was essen. Die Kohlenhydratspeicher steigen wieder. Und dadurch, dass ihr hier wahrscheinlich immer ein bisschen mehr esst in der Zeit, werden diese halt immer voller. So einfach ist es zu verstehen. Ziel dieser ganzen Intervalldiät ist es im Prinzip, dass du eine lange Pause drin hast, in der du nichts zu dir nimmst, was diesen Kohlenhydratspeicher befüllt, um so lange wie möglich in dieser Fettverbrennung drin zu sein. Du kannst das Ganze natürlich auch noch ausreizen, indem du sagst, du machst nicht von 12 bis 20 Uhr dein Zeitfenster, sondern von 14 bis 20 Uhr. Bist du um 14 Uhr auf Arbeit und hast das um 15 Uhr Pause, dann ist es so. Wenn du es aushalten kannst, mach es. Aber das Wichtigste, das A und O, ist in dieser Zeit keine Energie zu sich zu nehmen. Wenn ihr morgens Kaffee trinkt, trinkt ihn, aber ohne Zucker und ohne Milch natürlich auch, weil das sind halt Proteine, aber auch Kohlenhydrate drin, da ist ja auch Zucker drin, also ist halt auch schlecht. Am besten halt nur schwarz oder einfach dann nur Wasser oder ein Tee oder, ja, ihr wisst, was ich meine. Wenn ihr euch angefangen habt zu tracken, wisst ihr halt, wo Kohlenhydrate drin sind und wo nicht. Selbst Fette und Proteine werden halt auch nicht so optimal, am besten man nimmt halt wirklich nichts zu sich. Auch kein Stück Schokolade oder irgendein kleines Bonbon oder irgendwas ist tabu, dürft ihr nicht machen. Weil dann kommt ihr raus aus dieser Fettverbrennungsphase und geht automatisch wieder hier in Wellen rein, wo ihr wieder Kohlenhydrat verbrennt. Wenn ihr aber Fett verlieren wollt, das jeden Tag machen. Ihr könnt in eurer Phase, wo ihr essen dürft, im Prinzip alles essen, was ihr wollt. Als Tipp, legt 2 große Mahlzeiten ein, weil in der Pause zwischen 12 und 20 Uhr sind halt 8 Stunden in dem Fall, könnt ihr 2 Mahlzeiten zu euch nehmen und zwischen diesen Mahlzeiten müsst ihr dann auch nicht unbedingt was essen. Das heißt, eure Energie, die ihr zu euch nehmt, ist generell nicht so hoch wie bei 3 Mahlzeiten. Und das Snacken, was ihr zwischen diesen beiden Mahlzeiten macht, würde ich auch nicht machen, sondern ich würde es direkt dranhängen. Das heißt, als Tipp, ihr esst Mittag und die Schokolade, die ihr haben wollt am Tag, esst ihr einfach direkt hinterher. Warum nicht? Der Körper ist dann schon erfüllt, er hat Energie, ihr könnt ihn noch mit zusätzlich genießen und ihr werdet aber auch nicht so viel essen davon, weil ihr halt nicht so großen Hunger habt, weil ihr die halt nach der Mahlzeit genommen habt. Und ihr müsst halt nicht darauf verzichten. Das ist psychologisch halt Gold wert. Dann halt 16 Uhr, merkt ihr halt, es wird langsam knapp, die anderen trinken Kaffee und Kuchen. Könnt ihr auch nehmen, ein kleines Stück Kuchen, kein Problem. Kaffee, Zucker, Milch, kein Problem, dürft ihr alles zu euch nehmen. Und dann kurz vor 20 Uhr oder rund um 20 Uhr, bam, die große Hauptmahlzeit. Am Ende von mir ist auch nochmal einmal in die Chipstüte greifen oder Schokolade essen. Solange ihr halt bei diesen 2 Mahlzeiten seid, und ihr werdet in den 2 Mahlzeiten wahrscheinlich nicht 1500 Kalorien pro Mahlzeit zu euch nehmen, sondern wenn ihr moderat esst und ihr wollt auch abnehmen und ihr kennt jetzt ein bisschen das Thema mit der Energiebilanz, dann werdet ihr moderat essen. Und wenn ihr das einhaltet, dann ist alles schick. Die letzte Mahlzeit, wenn ihr die übertrieben zu euch nehmt mit so viel, weil ihr denkt, ihr müsst es irgendwie auffüllen, dann kommt ihr hier, was ich hier mal angezeigt habe, in den roten Bereich und dann bildet ihr wieder Fettreserven oder Proteinreserven, die ihr aber eigentlich nicht haben wollt. Deswegen immer darauf achten, das Ganze moderat zu machen. Wichtig dabei ist, wer hormonelle Störungen hat oder auch irgendwelche Krankheiten, vorher einen Arzt konsultieren, weil das ganze Thema ist nicht zu unterschätzen. Vor allem Diabetiker sollten das nicht machen, weil der Blutzuckerspiegel so exorbitant fallen wird oder steigen wird, aber nie Nahrung da ist. Also es ist zu komplex für den Körper, das so einzuhalten, in dieser Zeit so lange nicht zu essen und hier auch nicht zu essen, das ist null produktiv für den Körper. Also es wäre sehr, sehr schade, wenn ihr das machen würdet. Oder Punkt, es schadet eurer Gesundheit. Das ist, also macht es gar nicht. Wenn ihr Diabetiker seid, Hände, Finger davon weg, ist nicht gut. Wenn ihr morgens aufsteht, und ihr würdet um 8 Uhr Sport machen und ihr habt ja gar keine Energie in den Kohlenhydratspeicher, passiert Folgendes, werden diese Fettspeicher und Fettreserven noch mehr angegriffen. Das heißt, um das Ganze noch zu verschärfen, kann man Sport machen. Man muss es nicht, aber wenn man es verschärfen möchte, kann man Sport machen. Dann sind die Effekte natürlich noch schneller.
dann geht man direkt morgens vorm Aufstehen sich irgendwie bewegen, in irgendeiner Art. Selbst das Spazieren von 10 Minuten oder 15 Minuten ist so produktiv, weil ihr dann wirklich viel mehr Fett verbrennt. Wenn ihr im Einzelhandel arbeitet und ihr steht sehr viel, ist das halt mega. Das werdet ihr merken, ziemlich schnell sogar. Ihr müsst allerdings dem Ganzen ein bisschen Zeit geben. Also 2 Wochen braucht der Körper, um sich daran wirklich zu gewöhnen. Und damit es halt wirklich anfängt zu laufen, ihr werdet nach 2 Wochen schon die ersten Resultate haben. Aber wartet ihr dann nach 2 Wochen nochmal 4 Wochen ab, werdet ihr sehen, das Fett wird schmelzen. Es geht nicht ohne. Ich habe es selber auch ausprobiert. Ich habe es ganze 8 Wochen lang gemacht. Und es ist ganz interessant, zum Anfang hat man ein bisschen Hunger und irgendwann nicht mehr, dann ist diese Periode einfach so ganz normal hinzunehmen, weil du weißt genau, du bist jetzt hier drin und du verbrennst Fett und du fühlst dich dabei gut, weil du genau weißt, du musst keinen Sport machen, du musst auf nichts verzichten und ich werde gleich wieder was essen. Das ist halt, so viel ist es dann nicht, es sind aber 4 Stunden, bis es wieder was zu essen gibt. Das schafft man mal und wenn man sich ein bisschen ablenkt, easy. Allerdings in dieser Zeit passiert Folgendes, oder wenn man es auch ein bisschen nach hinten zieht, das ist jetzt bloß ein Beispiel, dass ihr halt zwischen 12 und 20 Uhr essen könnt. Ihr könnt euer Fenster, euer Window könnt ihr gestalten, wie ihr möchtet. Ihr könnt es auch kürzer halten. Ihr müsst kein 8-Stunden-Essensfenster machen. Ihr könnt auch bloß ein 6-Stunden-Fenster machen. Dann ist es seit noch länger eine Fettverbrennung drin und wird auch noch mehr Fett verbrennen. Also das könnt ihr euch aussuchen und machen, wie ihr wollt. Allerdings passiert Folgendes. Euer Serotoninspiegel wird leider fallen. Serotonin ist ein Hormon im Körper, der dafür zuständig ist, oder was dafür zuständig ist, für viele, viele Sachen, aber es unterdrückt auch einen, oder es macht einen Menschen gelassener. Und wenn dieser Wert sinkt, dann ist er vielleicht nicht mehr so gelassen. Angeblich, mein Umfeld hat es mitbekommen, dass ich teilweise etwas aggressiver werde zu bestimmten Uhrzeiten, was ich gar nicht mitbekomme, also ich bin mir keiner Schuld bewusst, aber es soll so sein. Von daher müsst ihr darauf achten, das ist einer der negativen Effekte. Serotonin sinkt hier immer drin und ihr werdet vielleicht morgens schon ein bisschen aggressiver sein, aber ab 12 Uhr ist die Welt wieder schön, dann könnt ihr mit eurer Umwelt kommunizieren, dann ist alles schick, aber wie gesagt, das ist halt einer der negativen Effekte. Ansonsten habe ich nicht wirklich viele negative Effekte, außer wie gesagt, für Diabetiker ist das No-Go, definitiv ein No-Go. Und es lohnt sich, das Ganze auszuprobieren, weil auf nicht so viel verzichten müsst. Ihr werdet natürlich auch hier hungern, vorne in der Zeit zum Anfang, ganz klar. Deswegen nimmt man zum Anfang eine 9-Stunden Fenster, wo man was essen kann und dann reduziert man das auf 8, 7, 6. Wenn ihr Sport macht, könnt ihr es immer halt auf 8 lassen, das ist kein Problem. Man kann es natürlich auch übertreiben, man kann damit spielen, wie man möchte. Also ihr werdet sehen, es funktioniert. Ihr müsst selber rausfinden, wie groß euer Fenster sein muss. Nur ihr müsst gucken, wann das Fenster sein soll. Ihr könnt es natürlich auch von 8 bis 16 Uhr machen, das ist scheißegal, oder von 20 Uhr bis 4 Uhr oder was auch immer, das könnt ihr euch aussuchen, das ist vollkommen egal, wo ihr das macht. Nur das ist halt so ein normaler Rhythmus von normalen Menschen, der Sinn machen würde und um 20 Uhr, wenn ihr erst um 20 Uhr Feierabend habt, dann macht das den Gap halt bis 22 Uhr, dann ist es halt nicht 12, sondern 14 bis 22 Uhr, dann funktioniert das auch, dann hat man noch Pause auf Arbeit und nach der Arbeit kann man auch noch was essen, dann ist alles schick. Ja, ich hoffe, es war einleuchtend. Das war jetzt im Prinzip die Intervalldiät oder das Intervallfasten. Und Ziel ist es, wie gesagt, so schnell wie möglich den Kohlenhydratspeicher leer zu kriegen. Was heißt schnell? So lange wie möglich in oder sich von den Fett- und Proteinspeichern, oder dass der Körper sich so lange wie möglich von den Fett- und Proteinspeichern die Energie ziehen kann. Das ist halt der Sinn davon. Ja, wie gesagt, wenn du jetzt noch 10 Sekunden Zeit hast, schreib unten drunter einen Kommentar. Wenn du es nicht getan hast, dann kannst du gerne auch oben drüber noch so das Herz einmal für mich aktivieren. Und wenn du mir einfach sagen willst, hallo, grüße dich, danke, dass du das machst, dann mach das auch gerne, ich würde mich drüber freuen. Ansonsten viel Spaß und falls ihr Anregungen habt oder irgendwas über andere Diätenformen oder irgendwelche anderen Ernährungstipps haben wollt, schreibt es einfach drunter, wir werden es lesen und beantworten, so gut wir können. Oder sogar ein Video drüber machen. Bis dann, euer Jens. Ciao.